Die erste Nacht. Was? wie andere Mädchen. Sich Vor nach dem der Party und vor dem Kondensator. Kondensator. Okay, also richtig, richtig dazwischen. Wie andere Mädchen. Kriegt sie ihre Tage oder wie? Die andere Mädchen. Wie andere Mädchen. Also wie andere auch. Kommen sie halt in ihre Pubertät, nehme ich an. Ja. Die Pubertät war ja so 12, 13, vielleicht 14. Wobei, dann wären wir schon. Kondensator war sie auch noch nicht so alt. Da war sie auch Ich hab 16 Nein vielleicht. gesagt, keine Widerrede. Oh, fuck. Bitte, Nathan, und Guck alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Das Jody. ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum hundertsten Voll die Mal, du Pankerin bist jetzt, nicht gell? wie alle alle anderen anders. und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Du wirst Mädchen. immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Wie geil. Er versteht's. Ich bin Hey, Cole. nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Kennst du einen, der heißt Walter? Ja, du bist mein Bruder. Mit Chucks noch an. Sie ist voller Emo. Nee, eher Punk, oder? Weißt du nicht. Oh, weiß nicht. Keine Ahnung, kenne mich da nicht so Ja, aus. so. Von der Frisur könnte es Emo sein. Wie sich das Zimmer geändert hat, so schon. Ja, voll die Einrichtung so mit. Ich find's voll geil, einfach das Setting ist perfekt. Kannst So du mal. irgendwelchen Gruppen jetzt, die es nicht wahrscheinlich gibt. Was? Bett ist umgestellt. Aber ich glaube, die schauen jetzt auch mal andere Dinge, die sind nur alle so ähnlich aufgebaut. Keine Ahnung. Sollen wir Nicht aufs Bett erstmal umgucken, würde ich sagen. Sie läuft auch viel so energischer so. Ja, so voll. Oh Mann, ey. Fuck, ich Fuck dachte. mich nicht ab. What the? Hast du es gehört? Das Mach war schon ich. einen. Was soll ich denn machen? Ja, aktiviere mich und kann nichts machen. Okay, ich mach mal kurz. Hier kann ich nichts machen. Soll ich ihn zum Schlafen bringen oder was? Ich habe übergeben. Ach, hier kann ich was machen. Das Licht ausmachen. Du Schluss Sau. damit, Jody. Das bringt Ach dir doch so. absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Ich soll randalieren. Ja, das kann er War's ganz das gut. jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich Geil, guck hoffe, mal die Gitarre du an. wirst mir das alles Oh, lass das aufhalten. Ding bitte ganz. Ich wollte es eigentlich aufhören, aber es ging nicht mehr, wenn das, glaube ich, einmal zurückgezogen hat. Ja. Telefon klingelt. Das ist für Sie oder für mich? Für ihn. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Und verdammte Hilfe noch kommen muss, gell? Ja, ich wollte erst mal gucken, was das sagt. So, jetzt lass ihn aufstehen. Ja. Das wollte ich eigentlich als erstes machen und nicht die Einrichtung verwischen, aber es war dann doch zu verlockend. Oh, ich stehe gerade hier falsch. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich will. Ich muss heute mal hier raus. Okay. Okay. Herr David. Ich glaube, er versteht es schon. Ich weiß nicht. Ja, klar, aber wenn halt was passiert, weißt Ja, klar. Ja, wenn der Chef du? Ich will sagt, nicht wissen, nicht. was. Ich weiß aber. Ah, lauf Jetzt mit. gibt es kein Zurück mehr. Muss ich jetzt auch laufen? Doch. Doch, ich muss auch laufen. Ach, was, du Warte willst mal, auch? warte mal, bitte. Aber rempel mich hier. Ah, ne, ich kann doch nicht laufen. Ach Gott, schade. Oh Mann. Das wäre cool Cool gewesen. wär's. Wäre doch voll schwierig. Raus, ja. Abgeschlossen. Ja, klar. Oh, Cole, hast du was? Aktiviere mich wieder. Dann gehe ich an die Karte Dings ran.
Oder du nimmst weg. Gut. Falsche Richtung. Hallo? Ist das dann niemand mehr? Junger Teenager will raus, hallo. Puh, ich hab doch gerade erinnert, sie an, ey. Ist irgend so eine Party, oder was? Was denn halt? Das wäre mal wieder ein ganz neues Setting in dem Spiel, eine Party. So eine Goth-Emo-Party. Jetzt pass auf, das ist voll die Elektro-Party. Oh, hallo Cole, Jody. Hm. Servus. Ein bisschen spät für einen Ausflug, hä? Frische Luft, verstehst? Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht, also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Hätte ich lieber Sterne gesagt. Cole ist ja da für mich, also stimmt's, Cole? Ja, also. Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? So reden? Ja, drück du, ich kann nicht. Er ist wohl heiser. Oh fuck. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als. Bitte fass ihn nicht an, bitte fass ihn nicht an, bitte fass ihn nicht an. Ich glaube auch, das sagt. Fass ihn nicht an, bitte. Nein. Anstecken, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wär besser für uns alle. Ciao. Jetzt geht's schon. Alter. Schon gedacht, der klopft ihm jetzt aus. Oh, so eine gute Besserung, so ein Schulterklopfer. Yeah. Aber gut, dass sie Virus gesagt hat, ansteckend und so. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Schon, steht noch eins da. Mach es überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Ach, die wissen doch eh schon Bescheid. Steig ein. Muss ich jetzt fahren, oder? Nee, steig du musst glaub fahren. Echt? Scheiße. Ich denk schon. Ah ja. Dann. Oh, der gute Kerl. Musst du was machen? Ja, ich muss. Ah ja. Musst du? Ah, hier ist X. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Muss doch ich fahren, siehst du? Geil. Soll ich dich berühren? Bitte nicht. Das haben wir schon so weit geschafft. Ich fände es cool, wenn ich jetzt wirklich so fahren könnte. Würde ich so abgehen wie in GTA. Erstmal alles umheizen. Ja, so, jetzt musst du einsteigen. Ich glaub rein. Du kannst auch hinten rein, hast du gesehen? Oder einen Kofferraum. Das will ich gar nicht. Nein, Alter. Steig ganz normal ein. Sie will nicht? Okay, dann vielleicht muss er doch da rein. Ah, ich will nicht. Ja, dann mach jetzt. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's. Okay, damit sie halt, damit keiner sieht, dass sie halt da drin ist. Verlassen oder stopp? Mach verlassen, Alter, das ist doch scheiße da hinten drin. Wieder raus. Gut. Geh auf den hinteren Sitz oder auf den Beifahrersitz. Beifahrer. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Lassen. Geh auf den hinteren Sitz. Ja, und sich hinten. Weißt du, wenn sie jetzt die ganze Zeit umsitzt, dann kann man sich auch die ganze Zeit sehen. Wenn überall Kameras sind. Ja, starte mal jetzt und fertig. Starten, komm. Was geht's eigentlich? Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Bam! Na, ich darf doch nicht fahren, schade. Guck mal, hier hätte ich mich verstecken müssen. Hey, Cole, Kumpel. Hast du frei? Jody? Fuck. Musst du. Was ist denn? Das ist der da. Ah. Ich bin Xbox-Gewinn, sorry. Fuck!
Hätte ich doch hinten rein müssen, ne? Was ist passiert? Verdammt nochmal, was zum Teufel ist das denn gewesen? Ich glaube, mir ist glasklar, was das eben gerade war. Fuck. Kann man doch hinten rein müssen. Oh, bitte, ne? Cole, bitte, bitte. Du gehst nicht und du hast nichts. Fuck! Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody! Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder? Ich versuche doch nur, dich zu beschützen. Tut mir leid. Einfach raus und einmal so sei wie alle anderen. Ich weiß, Jody. Ich weiß. Allein. Das ist jetzt Scheiße. Vor das Experiment. Also sind wir auch wieder und ganz. Nach der ersten Nacht. Wahrscheinlich hauen die beiden anderen ab und sie ist allein. Oh, verdammt. Hätten wir es jetzt echt schaffen können, so eine scheiß Party? Ich weiß nicht, wie weit wir es hätten treiben können. Hey, mit dir will ich nicht reden. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben. Alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Wieso bin ich jetzt allein eigentlich? Weißt du? Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Guck mal, es ist so eingerichtet wie beim Experiment eigentlich. Mhm. Ja, was kann ich jetzt machen? So ist es das Beste. Kann man jetzt gar nichts machen, oder? Lass mal zuhören. Auf Wiedersehen. Oh, du Ekliger. Ah, guck, sie gehörten zu dem Team. Meinst du? Mhm. Du schaffst das, mein Schatz. Das war ihr Job, so sich um sie zu kümmern. Ach so. Deswegen durfte sie auch nie woanders spielen gehen und sowas. Ah. Immer zu Hause sein. Wir sollten gehen. Sus. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Sie hat sie schon geliebt. Ja. Los, komm. Sie hat sie ja großgezogen. Ja, oder wie? Oder? Kannst du ihn auf jeden Fall? Ich kann ihn würgen. Das mache ich jetzt auch. Bring ihn nicht um. Ich habe abgebrochen. Ein Monster! Aber ich glaube, ich hätte es echt bis zum Tod träumen können. Geht. Jody. Ich will euch nicht mehr sehen. Ich weiß, was du fühlst. Aber das war die richtige Entscheidung. Na, heute bin ich mal nicht so böse. Kann man den gar nicht würgen können? Echt? Oh, Navajo! Das klingt nicht sehr... Nachgebrochen. Gebrochen haben wir aber immer noch nicht gehabt, oder? Ich weiß gar nicht, was das Obdachlos ist. War ja... Das
letzte so. Ja, und es ging ja bis zum Prolog, oder? Oder war gebrochen, das Prolog? Ja, genau. Das spielt auf jeden Fall später jetzt. Ja. Nach den Obdachlosigkeit. Navajo. So irgendwo in Afrika oder sowas.